Und ach, dieser Tag ist ein unglaublich schöner Tag gewesen. Hallo meine Lieben, ja, heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Ich nehme euch heute mal wieder ein bisschen mit. Ich weiß nicht, was heute so passiert, ob überhaupt was Wichtiges passiert, aber ich habe heute total Lust, ein bisschen was zu machen. Und ja, ich glaube, wir gehen nachher nochmal ein bisschen spazieren, auf jeden Fall. Meinem Hund und so. Und der Mel. Ja. Und die Kleinen liegen hier übrigens im Bett. Da. Und ja, wir werden auf jeden Fall nachher spazieren gehen, wieder mit dem Quattro. Gestern war ich auch total lang spazieren. Ich mache mal die Heizung an. Die ist anders, irgendwie total kalt. So. Ja, und dann dachte ich mir, ich beziehe gleich mal das Bett hier neu. Es ist übrigens sehr viel Chaos, weil hier sind überall Klamotten, die ich verkaufe. Hier ist noch mein Kleid von der Hochzeit. Jetzt muss ich auch noch alles wegräumen. Schlafanzug von Lennox, okay. Muss ich eigentlich auch mal wegräumen hier. Ja, dann muss ich auch wieder wegräumen. Hier ist auch die Matratze von unserem Kinderwagen. Und hier sind auch alles Sachen, was wir verkaufen wollen, was ich alles fotografieren muss jetzt. Ja, wie gesagt, wenn ihr Sachen, Interesse an Babykleidung habt, dann schreibe ich euch unseren Mami-Kreisel-Account unten in die Infobox. Das ist kein Problem, das mache ich gerne. Da könnt ihr vorbeischauen, da verkaufe ich jetzt unsere Babysachen und auch Kinderwagenzubehör und so ein Kram. Ja, ich würde sagen, die Kleinen schlafen noch jetzt und ich frühstücke gerade. Also, ich mache mir gerade was zu essen, denn wir haben jetzt 10:30 Uhr. Ich habe gerade Felix telefoniert. Der ist ja immer noch nicht da und ich habe heute Morgen schon geduscht, deswegen sind meine Haare nass. Ja, das habe ich alles gemacht. Ich war übrigens beim Friseur, schaut mal. Oh, die war mal bis hier. Ich vermisse meine Haare immer dann, aber geht schon. Ja, also wir gehen spazieren heute auf jeden Fall. Das ist wirklich eine Sache, die ich auf jeden Fall mache, weil gestern war so schön mit Felix und euch spazieren zu gehen. Wir haben ja auch tolles Wetter, also es geht. Es wird immer heller und das ist doch gut. Meine Katze ist auf dem Trampolin. Ich glaube, ich gehe da noch ein bisschen in den Garten mit dem Hund vielleicht. Ich will nochmal überlegen. Ja, währenddessen bin ich am Video schneiden mal wieder von gestern. Spaziergang von gestern. Natürlich wie immer mein Fernseher ist an. Ich bin auch wieder ganz fleißig am Nähen hier. Diesmal für die Mel in Rosa. Ja, aber ich werde jetzt erstmal was essen. Dann werde ich mich weiter melden, was ich denn noch so mache. Thank you.
mich auch nochmal. Ja, der Tag heute, habt ihr gesehen, war fast nur in Bildern und so kleinen Videos, einfach weil ich sehr, sehr viel mit meiner Mutter gemacht habe. Das hat mich immer sehr gefreut. Ja, mein Bruder ist diese Woche nicht da und deswegen habe ich ganz, ganz viel Zeit gehabt mit meiner Mutter zusammen. Wir waren ganz viel im Garten, habt ihr auch ein bisschen was gesehen, wo Mel im Kinderwagen war und ich war wohl mit meinem Hund spazieren, aber nur kurz, deswegen habe ich die Kamera da auch nicht mitgenommen. Und ja, deswegen habe ich heute aber nicht so viel gevloggt. Aber ich habe euch ja trotzdem ein bisschen was mitgefilmt und das Problem, ich möchte halt nicht meine Mutter irgendwie filmen oder während meine Mutter da ist filmen. Das ist mir total unangenehm und ja, jetzt sind meine Eltern gerade draußen und putzen unser Auto und deswegen dachte ich mir, ich kann mal kurz vloggen. Ja, ich habe hier gerade eine ganze Zeit am Daddeln verbracht, weil ich habe Videos geschnitten und mein Vater hat sein erstes eigenes Handy bekommen. Ja, ich habe es ihm jetzt geschenkt, weil ich schon länger versuche zu verkaufen, aber es wird einfach nichts. Und deswegen habe ich es ihm jetzt geschenkt. Und ja, hier ist auch das Handy von meiner Mutter. Da musste ich gerade noch einige Sachen, oh Gott, erledigen. Ja, ich musste die Nummer von ihr zu meinem Papa, also bei meinem Papa einspeichern, damit er über WhatsApp mit ihr schreiben kann. Und ja, ich habe halt die Kontakte gerade alles hinzugefügt und so ein Kram und ein Spiel runtergeladen, was die beiden ganz gerne auf dem Handy meiner Mutter spielen. Ja, und ich möchte jetzt keine Kommentare bitte gegen meine Familie haben. Es ist einfach so, dass meine Eltern einfach total nicht in dem Thema Handy sind, weil sie damit überhaupt nicht aufgewachsen sind und so. Und ja, ich möchte bitte das jetzt einfach akzeptieren. Ich meine, jeder Mensch ist doch so, wie er möchte. Und mein Vater war halt immer so, dass er einfach so einen alten Knochen als Handy hatte und er war ganz glücklich damit. Und genau. Und was kann ich noch erzählen? Ich habe aufgeräumt. Das habe ich euch ja auch gezeigt, so vorher, nachher. Ich habe richtig geputzt hier. Also wirklich alles Staub da oben auch. Alles Staub gewischt und aufgeräumt. Hier bin ich leider nicht weitergekommen. Ich wollte eigentlich noch den kompletten Wickeltisch, aber auch da habe ich schon etwas aufgeräumt. Etwas leerer ist es schon. Und ja, heute war eigentlich so eine richtige Frühjahrsputz, weil wir haben so unglaublich tolles Wetter. Ich glaube, wir hatten 16 Grad heute. Ultra schön in der Sonne schwitzt du richtig. Also es ist richtig, richtig schlimm. Und es scheint aber auch immer noch ultra die Sonne, obwohl wir es gleich schon 6 haben. Oh, jetzt guck ich mal, wie dreckig meine Fenster sind. Alter Verwalter. Das ist Grund zum Fensterputzen. Weil Liebe, ihr müsst wissen, ich liebe Fensterputzen. Ich weiß, das ist voll behindert, aber ich liebe Fensterputzen. Ja, und ich habe ja auch die Schublade hier unten ausgeräumt. Also aufgeräumt. Da ist nur noch die Hälfte drin. Einfach so ein paar Sachen, von denen ich mich nicht trennen kann. Einfach so. Die Schulsachen auch ganz wichtig, finde ich. Die bewahre ich öfters auf, immer für später. Oder falls man das Thema nochmal in der Schule hat. Also nicht jetzt Sachen der ersten Klasse oder so, sondern so der 9. und 10. Weil wir zwei Themen in Mathe hatten, die ich in der 10. nochmal hatte und deswegen. Ja. Ich soll mir die Handyplage gleich mal wegbringen. So, dann gehen wir gleich noch einkaufen. Dafür möchte ich die Mail fertig machen, weil wir lange einkaufen. Und nicht so kurz irgendwo zu Aldi, sondern wir gehen fahren extra nach Hennstedt-Ulzburg. Weil wir noch zum Mediamarkt müssen unbedingt. Und Hennstedt-Ulzburg ist da so ein Gewerbegebiet, das alles. Und deswegen fahren wir nach Hennstedt-Ulzburg. Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Und ich habe total Lust, gerade mit euch zu reden, weil ich so happy bin. Wirklich, dieser Tag war einfach unglaublich toll. Und ich weiß nicht, ich bin zwar alleine gerade mit meinen Eltern. Mein Bruder halt, wie gesagt, nicht da ist und die anderen auch nicht. Und es ist aber irgendwie total toll, weil mein Vater fährt in Urlaub am Montag. Also in 2 Tagen, heute ist Samstag, am Montag fährt er in Urlaub. Und meine Eltern sehen sich halt 3 Wochen nicht, außer vielleicht am Wochenende fahren wir ihn besuchen. Wohin er muss, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf oder so. Oder möchte er gesagt, es ist zu privat. Ich habe ja gesagt, ich erzähle nicht mehr so viel privat, deswegen sage ich das nicht. Auf jeden Fall ist er 3 Wochen nicht da und ja, deswegen ist er total jetzt so in Familie, so, oh mein Gott, ich sehe meine Familie bald nicht mehr. Und deswegen ist er total lieb und ich finde das so süß von ihm. Ja, ich bin total der Vatermensch. Ich glaube, ich werde hier gleich sehr sentimental, wenn ich so weitermache. Ja, auf jeden Fall bin ich heute richtig, richtig glücklich. Und ja, der Tag war einfach richtig schön. Ich habe auch vorhin ganz toll mit Felix kommuniziert, sagen wir mal. Und ja, war alles auf jeden Fall richtig toll heute. Und auch die Mail war heute so süß. Und ach, dieser Tag ist
ein unglaublich schöner Tag gewesen. Und ja, ich werde jetzt gleich meinen Vater fragen, ob ich, weil die machen das Auto gerade sauber. Und wenn ich dann frage, ob ich den Bugaboo mitnehmen kann zum Einkaufen, ich glaube, dann reißt er mir den Kopf ab. Das war jetzt ein Spaß, okay? Okay, es war ein Spaß. Nee, ich weiß nicht, ob er das jetzt so will, wenn sein Auto gerade frisch geputzt ist für den Urlaub, dass ich dann den Kinderwagen mitnehme. Vielleicht nehme ich einfach nur den Maxi-Kurs mit. Den Maxi-Kurs auf jeden Fall, die machen wir jetzt fertig, würde ich sagen. Und dann. Weiß ich nicht, was machen wir dann? So, erstmal wollte ich euch zeigen, ich habe nämlich zwei Stoffe bestellt zum Nähen. Die hole ich jetzt einmal raus und zeige sie euch. So, zeigen wir euch mal. Ich bin nämlich ultra verliebt. Ich habe, glaube ich, wieder so 50 € für Stoff ausgegeben. Oh mein Gott. Und ich nähe halt ultra gern. Und ultra gern für die Kleinen. Und ja, der erste Stoff ist dieser hier. So mit Waldtieren. Fand ich richtig schön. Einfach so für Mädchen und Jungen ist es perfekt, finde ich. Also echt richtig schön. Und die zweiten sind limitiert. Also richtig, richtig, richtig toll. Und einfach meine Traumstoffe. Schaut sie euch an. Also einmal für die Mel etwas in rosa. Und für die Jungs das Ganze nochmal in blau. Rosa haben wir 0,5 mal volle Breite, das heißt 0,5 mal 1,5 ungefähr. Und hier haben wir 0,7, das heißt ein bisschen mehr. Richtig, richtig toll, weil ich einfach richtig viel nähen kann jetzt. Und der Stoff ist richtig toll, weil das ist. Ist das Jersey? Nee, ich glaube, das ist Sweet, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, es ist Sweet. Ja, auf jeden Fall ein richtig toller Kleidungsstoff für Kleidung. Und die sind von Stackhorn. Und die sind richtig toll. Und da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich da bald anfangen kann zu nähen. Ich muss jetzt nur noch auf das Bündchen warten. Also das, was immer an die Füße kommt und an den Bauch. Und dann können wir loslegen. Und Montag müsste dann auch noch mein Ankerstoff ankommen. Ich habe noch einen dunkelblauen mit so weißen Ankern bestellt. Und noch irgendeinen anderen, glaube ich. Ich habe schon gar nicht so ganz vergessen, weil ich so eine riesen Bestellung gemacht habe. Ja, und dann muss auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall wieder anfangen zu nähen. Ich habe gestern schon wieder ein bisschen geübt, weil ich total aus dem Dings raus bin, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn das weitergehen kann. Und ja, der liegt hier übrigens ein bisschen. Und die Mel ist hier noch im Quattro. Die hat vorhin geschlafen, deswegen wollte ich sie nicht wecken. Und ja, da war ich auch so beschäftigt, deswegen habe ich dann gar nichts mehr gemacht. Ja. Und der Jaden ist auf jeden Fall gleich umgezogen, weil ich möchte ihm was Sommerliches anziehen. Wir müssen hier mal dem Wetter eine Kampfansage machen. Ja. Und das machen wir, glaube ich, jetzt. Nachdem ich den Stoff wieder weggeräumt habe. Wir versuchen mal, dem Jaden eine Hose vom Lennox anzuziehen, nämlich diese hier. Eine richtig coole Latzhose. Wir probieren es einfach mal. Und dazu gibt es auf jeden Fall diesen Body hier. Schauen wir mal, sonst kriegt er einfach irgendeine andere Hose an. Sollten wir doch hinkriegen. Ne, Jaden? Also klar, er kommt jetzt nicht raus in kurze Hose, weil so warm ist es ja auch nicht. Aber hier für zu Hause können wir dem Wetter zeigen, dass es warm ist. So, so, so. Socken wieder an, ist kalt. Oh, wie süß. Er sieht mal aus wie so ein Anwalt, finde ich ein bisschen.
Probier mir mal, ob dem Kleinen eine 62 passt. Und diese Hose, die passt schon der Lennox gerade erst. Ja, da müssen wir echt ein bisschen sauen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, denn. Doch schon so groß. Oh, wie süß. Ich zeige euch das mal anders. Warte mal. So. Schaut mal, wie schnuckelig. Richtig süß. So, ist ein Kragen raus, ne? Oh, ist das nicht süß? Oh, wie schnuckelig. Der Body passt jetzt nicht so gut von den Streifen her, aber ich finde, das geht. Oder ist doch voll süß. Schnuckeliger. Beinchen sind ein bisschen kurz, aber sonst. Die Mel liegt übrigens schon im Maxi-Cosi, aber nur so reingelegt erstmal. Ich lege sie gleich nochmal ordentlich rein. Die Jaden werden wir wieder ins Bettchen packen, ne, Digga? Ich glaube, die Babysachen liegen da drauf. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir machen es trotzdem mal. Legen die große Bettdecke so hin, dass die nicht mehr zugedeckt werden, sondern auf der Decke drauf liegen. Ist, glaube ich, jetzt eh warm genug. So. Sieht süßer aus, finde ich, wenn die so liegen. So, oh, snuckelig. Es sieht wirklich aus wie so ein richtig berühmter Anwalt. Ich liebe das ja auch bei Lennox. Diese Hemden sind so unglaublich süß, wenn er die anhat. Oh, Jane, du bist eine Zuckerschnute. Oh, es ist niedlich, meine Lieben. Schau dir das mal an. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird das Thumbnail. Ich überlege es mir nochmal. Tut mir leid, dann fertig. Oh, das ist so niedlich. Schau mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich bin verliebt. Ja, muss hier noch die Sachen wegräumen. Wieder in den Schrank. Ich kriege ja voll rote Päckchen. Ja, die Mel hat übrigens ein sehr komisches Outfit an. Also, mein Lieben, wundert euch nicht. Aber ich wollte ihr diesen Body unbedingt mal diesen Strampler mal anziehen, weil der so lange in unserem Schrank rumlag. Weil wir vorher noch kein Mädchen hatten. Und jetzt haben wir ein Mädchen, das haben wir dem angezogen. Das ist ein rosa Strampler. Und sie hat immer noch mein Lieblingsbody an, halt rosa und blau jetzt. Sehr skurril, aber ich find's schön. Irgendwie, ja. Wir lassen sie jetzt auch so, glaube ich. Also, ich mag den Body zu sehr, um ihn auszuziehen, aber ich mag den Strampler auch zu sehr, um ihn auszuziehen. Also, muss mein armes Mädchen jetzt so rumlaufen, wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein bunter Vogel, Papagei. Ah, wie so ein Papagei. Ja, ich habe übrigens den Schlafsack ausquartiert. Meine Schwester hat gerade meine Mutter angerufen. Das musste ich immer rangehen, wenn das Handy in meinem Zimmer liegt. Ja. Und jetzt werde ich, glaube ich, warten, bis wir einkaufen gehen, weil nichts mehr Großes passiert. Die Mel ist so süß. Ich habe jetzt noch kurz den Wickeltisch aufgeräumt. Also hier unten alles. Tada, guck mal, wie ordentlich. Und hier habe ich eine Tüte für meine Schwester. Da sind alles Sachen drin, die ich nicht brauche. Zum Beispiel Stilleinlagen oder einfach zu große Windeln, so große 3 oder 4. Habe ich jetzt alles hier zusammen gemacht. Und ja, der Rest ist jetzt ordentlich.